Moin moin Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es wieder um ein Tablet gehen und zwar das Galaxy Tab S7 FE. Ja, ich werde es mit euch zusammen auspacken, einrichten. Ich werde einige Worte über die technischen Daten verlieren vom Tablet. Und lohnt sich das Tablet zu kaufen? Derzeit kostet es 461 Euro auf Amazon. Die Preise schwanken natürlich in Amazon. Ich habe es mir vom Samsung Store geholt. Dort habe ich noch 650 Euro bezahlt und habe noch die Galaxy Plus Buds Plus dazu bekommen. Finde ich etwas teuer. Was wir aber dafür bekommen, werden wir in diesem Video sehen. Ich werde es ganz leicht mit einem anderen Tablet vergleichen, aber das wirst du demnächst sehen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Angefangen mit der Verpackung. Die Verpackung sieht dieses Mal wirklich gut aus. Ich bin kein Fan von Samsung-Verpackungen. Aber hier Galaxy Tab S7 FE 5G habe ich anfangs vergessen zu erwähnen. Wir können eine SIM-Karte einlegen. Auf der Seite können wir den Schriftzug sehen, um welches Modell es sich handelt, welche Farbe und welche Speichervariante. Dreht man das Ganze nochmal etwas, dann haben wir auch nochmal den Namen. Ansonsten befindet sich nichts Erwähnenswertes auf der Verpackung, außer die Versiegelungen, die wir nun entfernen werden. Einmal die Versiegelungen entfernt und dann erheben wir auch schon die Verpackung. Was ich auch ziemlich gut finde, ist, dass Samsung keine Kunststofffolien mehr verwendet, um das Tablet, Smartphone zu ummanteln, sondern benutzt hier Pappe, Papier. Das ist ein sehr angenehmer Stoff. Eins wollte ich noch loswerden. Wisst ihr, warum es überhaupt FE heißt? Das ist nämlich die Fan Edition. Die Fan Edition, das haben sich quasi die Fans gewünscht von Samsung, dass dieses Modell rauskommt. Und hier kann ich schon mal sagen, naja, ich glaube nicht, dass sich die Fans genau so ein Tablet gewünscht haben. Aber zu den Daten kommen wir gleich. Wir schauen erstmal in den Ladeinhalt rein, denn hier verbirgt sich ein Stick, mit dem können wir das Tablet bedienen, zeichnen, schreiben und so weiter. Das lege ich eben mal beiseite. Ein Netzteil, mit dem wir das Tablet laden können. Und hier handelt es sich um ein 10 Watt Netzteil. Dazu natürlich ein Ladekabel sowie eine Bedienungsanleitung. Hier finden wir den Ladekabel. Der Ladekabel ist ganz üblich USB auf USB-C. Nichts Erwähnenswertes. Das Galaxy Tab S7 5G kann man nämlich auch super schnell laden. Und was das in Zahlen bedeutet, ganze 45 Watt Schnellladen mit diesem Tablet. Das heißt, circa in 90 Minuten ist das Tablet von 0 auf 100 voll geladen. Dann hier unten die Verpackung öffnen und da kommt es auch schon raus. In der Farbe Grau, na, für mich ist es eher blau. Hier haben wir einen schönen Samsung-Schriftzug, die duale Kamera. Und zwar handelt es sich hier um eine 8-Megapixel-Hauptkamera sowie eine 5-Megapixel-Frontkamera. Die befindet sich auch im Gehäuse. Die sitzt nämlich genau hier. Eine weitere Kamera kann man hier leider nicht mehr finden, obwohl es hier eigentlich noch einen Platz hätte für ein Kameraobjektiv, aber hier sitzt nur noch das Mikrofon. So, dann drehen wir das mal beiseite und schauen, was hier alles enthalten ist. Einmal den SIM-Kartenfach, das heißt, hier können wir die SIM-Karte einlegen. Das Ganze zeige ich auch wie. Und zwar benötigt ihr die PIN-Nadel, die im Lieferumfang enthalten ist. Sticht einmal ganz vorsichtig herein, holt den SIM-Kartenfach oder SIM-Kartenfächchen heraus. Hier befindet sich dann der SIM-Kartenfach und hier könnt ihr eure SIM-Karte einlegen. Auch das mache ich.
die SIM-Karte eingelegt und drehen mal das Ganze um. Dann sehen wir hinten noch ein Fach für eine Micro-SD-Karte. Das heißt, Standard habe ich ja hier 64 GB, kann diese zusätzlich noch mit einer Micro-SD-Karte erweitern. Haben wir die SIM-Karte eingelegt, dann müssen wir sie nur noch in das Tablet stecken. Auch hier am Punkt orientieren, dass man sie nicht falsch rum hineinsteckt. Hier finden wir nochmal ein Mikrofon, ein Laut- und Leise-Button. Hier sind die Tasten auch schön flach. Das finde ich ziemlich gut, denn dann kommt man beim Zocken nicht so schnell ran, um das Tablet abzuschalten. Von den Lautsprechern haben wir hier zwei Stück. Eine befinden sich hier und die andere natürlich auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir nicht nur die Lautsprecher, sondern auch die Ladebuchse. Das ist eine USB-C, damit können wir das Tablet fast laden, aber nicht mit dem mitgelieferten Netzteil, denn dieses besitzt nur 10 Watt. Dann drehen wir das Tablet eben noch einmal und dann können wir hier sehen, dass wir das Tablet wunderbar in eine Tastatur stecken können und es als Laptop-Ersatz benutzen können. Während ich das Tablet starte, kann ich auch ein paar Worte über das Display verlieren. Und zwar haben wir hier leider nur ein LC-Display und eine Display-Diagonale von 12,4 Zoll. Das ist ziemlich groß, ziemlich viel. Wie es sich im Alltag macht, werde ich natürlich testen. Ich habe hier momentan das iPad, denn das besitzt 12,9 Zoll. Das ist nochmal 0,5 Zoll kleiner. Das ist, ja, finde ich sogar gut, denn ja, das 12,9 Zoll ist einfach nicht so handlich. Eine Auflösung von WQXGA und zwar 7560 mal 1600. Hätte ich mir auch etwas mehr gewünscht, da, ja, ich wünsche mir hier einfach mehr FE-Version, Fan Edition-Version, sollte nach den Fans sein. Ich bin nämlich auch einer und ich hätte mir auf jeden Fall kein LCD-Display gewünscht, sondern ein OLED-Display. Und auch eine Kamera hätte ich hier mehr gewünscht. Wir haben eine Hauptkamera mit 8 Megapixel, eine Frontkamera mit 5 Megapixel. Ich finde schon allgemein, die Frontkamera ist zu wenig aufgelöst, denn möchten wir dieses Tablet als Laptop-Ersatz nutzen, dann brauchen wir eine gute Kamera, denn heutzutage läuft alles über online. Online-Meetings, Online-Studium und alles Weitere ist alles online und da benötigen wir einfach eine gute Karte. Diese haben wir hier leider nicht. Ein paar Worte über die Leistung will ich dennoch verlieren. Denn, ja, ich finde, am Prozessor und am Arbeitsspeicher hat man hier gespart und das ist bestimmt nicht Wunsch von der Fangemeinschaft. Denn Arbeitsspeicher haben wir hier leider nur 4 GB und das ist heutzutage ziemlich wenig für ein Android 11 Tablet. Hinzu kommt der nicht so ganz leistungsstarke Prozessor. Denn es handelt sich um den Snapdragon 750G. Ja, es ist ein 5G-Prozessor und ja, er ist auch gut, er ist nicht so schlecht. Dennoch würde für den Preis 650 € für den ich gezahlt habe, ist das deutlich zu viel. Aber was viel ist der Akku. Denn der Akku umfasst ganze 10.090 mAh. Das ist ziemlich viel. Mit Internetnutzung, das heißt LTE-Betrieb, sind wir hier bis zu 12 Stunden. Videowiedergabe, sprich Netflix, Amazon Video und alle anderen Anbieter, sprechen wir hier von 13 Stunden. Austauschbar ist der Akku nicht. Gesprächszeit bis zu 71 Stunden. Und wer 71 Stunden damit telefoniert, ja, das ist wirklich viel. Aber Akkulaufzeit soll ziemlich gut sein. Das werde ich natürlich testen, indem ich das Tablet rauf und runter rocken werde. Ich werde damit zocken. Ich werde damit einiges an Spielen zocken, zum Beispiel Genshin Impact. Mobile Legend, ganz klassisch, zocke ich jedes Mal und so weiter. Videos, Filme, all diese Dinge werde ich schauen und natürlich auch unterwegs sein. Man sieht hier oben 4G. Ich habe eine SIM-Karte hier versteckt bzw. eingebaut und die werde ich natürlich auch nutzen möchten. Eben das WLAN-Passwort für mein WLAN eingeben und dann geht es auch schon weiter mit der Einrichtung.
Mit dem WLAN verbunden können wir hier auch schon fortfahren. Nun müssen wir das Tablet eben neu starten. Hier steht, Ihr Telefon muss neu gestartet werden. Na, Samsung, ein bisschen verbessern. Nun haben wir auch das WLAN-Passwort eingegeben. Das Tablet bzw. Telefon, wie Samsung es sagt, wurde neu gestartet. Apps Daten kopieren, besitzt ihr schon vorhandene Daten, könnt ihr diese kopieren. Wie das Ganze funktioniert, kann ich euch hier oben markieren, denn dafür habe ich ein extra Video gemacht. Ich sage an der Stelle nicht kopieren und wir fahren im Menü fort. Was ich aber auch schön finde, auch an diesem Tablet, ist, dass sie die Kamera auch ins Gehäuse verbaut haben, so dass wir hier, hier oder hier keine hässliche Notch haben. Nun müssen wir uns auch mit unserem Google-Konto anmelden, das mache ich auch eben mit dem Stift. Das Anmelden ist eigentlich ganz einfach in Google. Entweder ihr habt schon eins, so wie ich, oder ihr erstellt euch eins. Das ist ganz kostenlos. Ich stimme mit den ganzen Nutzungsbedingungen von Google zu und gelang ins weitere Menü. Google-Dienste, möchten wir diese nutzen? Hier Google Drive sichern möchte ich nicht. Standort verwenden möchte ich eigentlich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Außer ich möchte das Ganze als Navigation benutzen. Ja, wäre ein bisschen groß, aber dennoch könnten wir es auf jeden Fall machen. Den Standard-Suchanbieter, hier möchte ich gerne Google verwenden. Auch hier wieder weiter. Und nun kommt das, für was ich das Tablet jetzt schon hasse. Und zwar im Jahre 2021 muss ich immer noch einen PIN-Code eingeben oder eine schlechte Gesichtserkennung. Wie wäre es mit einem integrierten Fingerabdrucksensor? Wir sind hier in der Fan Edition, verdammt nochmal. Und nicht bei irgendeinem Billigprodukt oder einer ordentlichen Gesichtserkennung. Auch das wird sauber nicht funktionieren. Denn ich hatte auch schon die anderen Tablets von Samsung im Test und überall war es grottenschlecht. Ich lasse mich natürlich dem Besseren belehren. Ich werde es natürlich testen. Ich werde ein Video machen, wie gut dieser funktioniert. Aber dann fahren wir einfach mal fort mit der Gesichtserkennung und anschließend mit einem PIN-Code. Hier gehen wir weiter. Bevor wir ein Gesicht einspeichern können, müssen wir natürlich einen PIN-Code festlegen, so falls das Gesicht nicht funktioniert, dass wir dann auch mit einem PIN-Code fortfahren können. So, und jetzt konnten wir gerade wieder sehen, wie gut die Gesichtserkennung funktioniert hat. Es hat funktioniert, wir haben hier aber auch sehr gutes Licht. Das Tablet wird nun vorbereitet. Dieses kann einige Minuten dauern und dann können wir auch schon fortfahren. Nun müssen wir uns auch einen Samsung-Account erstellen. Hier in der Aircom melden wir uns an. Wenn wir diesen Schritt überspringen, dann müssen wir spätestens später einen Account erstellen, weil sonst lässt uns Samsung nicht in Ruhe. Aber wir haben bereits eins und das gebe ich auch eben ein. Meine Daten eingegeben und nun zustimmen und fortfahren. Es wurde ein Code verschickt, ich möchte es aber nicht. Ich möchte hier eine SMS-Bestätigung haben. Nun bekommen wir eine SMS-Bestätigung. Da wird der Code drin stehen, mit dem wir uns anmelden und ich habe ihn auch schon erhalten. Das dient einfach nochmal zur Sicherheit, denn wir können hier ja Backups gespeichert haben und weiteres. Das ist ja wirklich sehr vorteilhaft, dass man hier auch eine Zwei-Faktoren-Verifizierung haben. Bestätigt ist das Ganze auch soweit angemeldet und ich bekomme überall die Benachrichtigung, dass sich jemand mit meinem Account an einem Samsung-Gerät angemeldet hat. Das ist auch soweit gut. Und wir sind mit der Einrichtung abgeschlossen. Das Tablet ist funktionsbereit. Jetzt werden im Hintergrund einige Daten installiert. Man kann es hier sehen. Es sind wirklich diverse Dinge, die hier eingestellt werden. Und während hier die ganzen Dinge installieren, kann es einfach zur Verzögerung kommen. An oder nicht Verzögerung, einfach an einen Leistungsverlust. Aber ich möchte euch trotzdem nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Na, okay, ich habe ja gesagt, es kann zu Verzögerung kommen. Und zwar möchte ich in die Einstellung gehen. Okay, das habe ich hier leider. Doch, da waren sie. Da sind die Einstellungen. So gelangen wir ganz schnell in die Einstellungen. Dann können wir hier auch runterscrollen. Erstmal schauen wir, ob
das aktuellste Betriebssystem auch installiert ist. Dazu gehen wir auf Informationen sowie auf Softwareinformationen. Wir können sehen, Android 11 ist bereits installiert. Wir gehen eben einen Schritt zurück und möchten hier Software-Updates und prüfen, ob wir eine aktuelle Software auf unser Tablet laden können. Das empfehle ich immer, denn Updates sind immer gut. Naja, nicht immer, oftmals machen sie auch mal was kaputt, aber in den meisten Fällen sind sie wirklich gut. So, dann wollte ich aber direkt in den Speicher gehen. Dann gehen wir oben in der Suche einen Speicher auf Akku und Geräteverwaltung, drücken einmal hier drauf und gelangen in die Speicherverwaltung. Wie wir sehen können, sind von 64 GB bereits 18,3 GB belegt. Das entspricht ganze 28%, das ist ziemlich ordentlich. Aber um zu sehen, was unseren Speicher so belegt, können wir auf die Apps gehen und vielleicht Apps deinstallieren, die schon vorher installiert waren. Zum Beispiel Bixby würde ich gerne installieren, die brauchen wir nämlich nicht. Google Chrome, okay, das brauchen wir natürlich zum Surfen. Allgemein ist Samsung bekannt, dass sie nicht so viel Apps drauf installieren, die nicht nötig sind. Einzigste, was ich immer deinstalliere, sind die ganzen Office-Programme und dann können wir uns nochmal 200-300 MB sparen. Aber es sind keine Spiele oder ähnliches drauf installiert, außer YouTube Music. Das deinstalliere ich eben ganz schnell. Ansonsten konnte man sehen, hier waren keine Apps installiert, die irgendwie uns stören würden, außer hier ist nun eine App. Die braucht etwas lange. Und immer noch lange. Ein sehr schneller Prozessor. Nee, Quatsch. Es hängt auch oft damit zusammen, dass hier im Hintergrund die ganzen Sachen abgeschlossen werden. Ja, dann eben noch kurz auf Anzeige und Dark Mode ist da. So, das ist ziemlich cool. Adaptive Helligkeit, dann Sensor möchte ich gerne auf 5 Minuten lassen und ansonsten kann man hier nichts weiteres einstellen. Ah, eins würde ich doch noch gerne einstellen und zwar sind es die Gesten. Entweder sind es hier die Gesten oder die Vollbildfunktion, so dass wir hier diesen unteren Teil nicht mehr haben. Was ich aber irgendwie gemerkt habe, die Suche scheint nicht so schnell zu sein. Genau, Navigationsleiste. Ah, okay, hier waren wir schon. Navigationsleiste und auf die Streichgesten. Nun verschwindet hier unten dieses Panel und voilà. Genau, so wollte ich es haben. Ja, und wir sind am Ende angekommen. Vom Video mit dem neuen Tablet, was ich für euch eingerichtet und ausgepackt habe. Was haltet ihr vom Galaxy Tab S7 Fan Edition 5G? Ein verdammt langer Name. Was ich hier bekomme, ist ganz okay von der Hardware, aber für den Preis würde ich mir dennoch einen etwas stärkeren Prozessor wünschen. Oder auch natürlich mehr Arbeitsspeicher. Denn 4 GB sind deutlich zu wenig und diese werden sich im Alltag auch zeigen. Aber hat euch das Video gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um solche Videos nicht mehr zu verpassen. Ansonsten war es das für das Video. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten. Bis dahin eine gute Zeit und ciao!